Hallo, ich hatte euch doch versprochen, zu zeigen, was ich so selbst gemacht habe für Weihnachten, was ich so verschenken wollte. Ja, ich fange da mal einfach an. Ich habe so die anderen Sachen habe ich teilweise schon weggegeben an Kollegen oder so. Aber ich zeige euch mal so ein paar Beispiele, was ich so gemacht habe. Und zwar unter anderem habe ich diese Kugel gemacht. Die ist halt mit Namen versehen, eine ganz einfache Weihnachtskugel. Da habe ich den Namen geplottert und dann auch so Sternchen ausgestanzt und draufgegeben. Hier, das ist eine Aufhängung aus Aludraht. Die Idee habe ich von Katja Haders. Ja, die hat da ein Video zugemacht, ist also auch relativ einfach und schnell hergestellt. Dann kann man das halt hier so aufhängen. Ja, und ist halt personalisiert. Ich habe verschiedene Kugeln mit verschiedenen Namen gemacht. Ich habe jetzt einfach mal einen Namen hier rausgenommen. So, dann habe ich diese Engel gefertigt, auch von Katja Haders die Idee. Ja, einige habe ich schon an Geschenke dran gemacht und weggegeben. Also das sind auch wieder nur so ein paar Beispiele. In verschiedenen Farben habe ich die gemacht. Die hänge ich dann je nach Themen, wie er es kriegt. Ich habe jetzt kunterbunt einfach Sachen gefertigt. Der eine kriegt mal einen Engel dabei, der andere was anderes. Ja, die habe ich also auch auf jeden Fall gemacht. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich die Ketten schon mal in dem Video gezeigt habe. Die habe ich auch für Freundinnen, meine Schwester und so, auch aus Aludraht. Ebenfalls von Katja Haders die Idee. Und dann halt so ein Band dran gemacht, so ein Lederband. Das ist etwas verwuchtelt. In der Farbe noch. Und dann hier so aus so einem Glitzerdraht. Und ich habe noch solche Ketten gemacht. So. Hier. In der Farbe. Ich habe auch noch schon andere Farben. Die hat die Sekretärin von meinem Mann schon mitbekommen, ne? So, und die Farbe habe ich auch noch da. Das sind jetzt die Sachen halt, die ich noch nicht eingepackt habe. Dann habe ich für unsere Nachbarn. Und zwar so eine Box, ich hebe euch mal eben hoch. Diese Do Häuschen, die gab es bei DM. Und ja, die kann man dann halt mit so Taschentüchern befüllen. Und die habe ich dann halt mit diesem Spruch beplottert. Die bekommen die Nachbarn gleich. So. Und dann habe ich noch so ein Häuschen für meine Mutter. Auch. Mit einem Spruch drauf. Fand ich ganz nett, die Idee. Kann man sich hinstellen, vielleicht ins Schlafzimmer oder ins Badezimmer, Gäste-WC. So Kosmetiktücher braucht man ja immer. Dann gucken. Habe ich. Und zwar muss man das jetzt auch mal nennen, dass hier diese Digi-Stamps, die sind alle von Kleine Göre. Der ist von Emma Pünktchen. Hier das Tier. Das Rentier. Und die Leiste an sich ist aus Steffis Bastelkammer. Die habe ich dann gefertigt, die Datei ist also auch mit dem Plotter gemacht. Ja, wer die kriegt, weiß ich noch gar nicht. Ich habe einfach mal drauf losgefertigt und jetzt werden die Sachen nach und nach halt aufgeteilt und verpackt. Dann habe ich, hebe euch auch wieder hoch, so Bäumchen gefertigt. Die Datei, also hier unten ist auch von Kleine Göre, das von Emma Pünktchen und die Datei an sich ist von Steffis Bastelkammer. Da habe ich so einige Bäume von gemacht. Unten habe ich etwas, so diese Splitter von diesen Teddy, ja, sag schon, diese Teddy-Dosen kennt ihr bestimmt, wo so Granulat und so drin ist. Die habe ich halt da reingegeben, damit der besser steht. Hier ist auch noch so ein Baum. So hochheben. Die sind alle so ein bisschen ähnlich. Die kommen dann halt so als Beigabe zusätzlich da rein. Ne? So. Dann diese hier habe ich für alle Kollegen gemacht. Das ist vom Pepperkuss, die Datei und auch dieser Hirsch. Und zwar ist dann innen drin so ein kleines
Ferrero mit dieser Nuss drin. Ferrero Küsschen ist da drin. Ja, die habe ich dann in den Aufenthaltsraum reingestellt und dann konnte sich jeder eins wegnehmen. Dann habe ich noch ein paar Weihnachtskarten gemacht. Ja, die Dateien sind auch von Kleine Göre und die Schnittdatei ist von Metall mit Glitter, meine ich, so heißen die. Die fand ich ganz nett. Ja, die kriegen, nicht jeder kriegt eine Weihnachtskarte. Das sind die halt Leute, die man nicht persönlich sieht, wo man nur was abgibt, die bekommen von mir eine Weihnachtskarte. Wo man dann kurz noch was draufschreiben kann, kleinen Gruß. Man kann ja jetzt im Moment nicht zu jedem und Weihnachtskarten Geschenke abgeben. Wir haben auch eine Cousine von meiner Mutter, die sitzt im Altenheim, da darf man gar nichts. Also da muss man sogar vorher anrufen, wenn man was abgeben will. Ja. Dann habe ich diesen Weihnachtscappuccino, den ich euch ja als Video gezeigt habe, fertig. Ich habe hier so eine Rosette dran gemacht, Weihnachtscappuccino draufgeschrieben und hinten ist halt drauf, wie viel Löffel man da reingeben sollte. Und das Ganze dann halt verziert und die werden jetzt auch einzeln an diverse Leute verschenkt und eingepackt. Ja, ja, jetzt nehme ich euch noch mit zum Kühlschrank. Ja, der ist im Moment pickepacke voll, weil wir Raclette machen und jeder was mitbringt. Und zwar habe ich hier die. Ja, also nochmal, ich bin gerade unterbrochen worden. Also habe ich diese Liköre gefertigt. Ja, jetzt nochmal. Also hoffentlich werde ich jetzt nicht nochmal unterbrochen. Also diese Liköre habe ich gefertigt. Das ist mit dem Thermomix gemacht. Und dann habe ich die halt in so Flaschen abgefüllt. Ich habe auch noch andere. Moment. Hier. Mit so Lebkuchenmännern. Ja, muss vorher natürlich nochmal geschüttelt werden, weil das Ganze setzt sich ab. Auf jeden Fall ist das der Mozart-Likör. Den habe ich gefertigt und die Flaschen habe ich von gläser-und-flaschen.de oder so. Okay, ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz frohe Weihnachten im Kreise eurer Lieben. Feiert ein bisschen schön und ich denke, wir werden es morgen mit der Barbara-Box wiedersehen.